Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. So, endlich startet ein neues Tagebuch, das wird auch ein paar mehr Folgen haben als die anderen, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Was mich ganz besonders freut, ist, das ist ein Panzertagebuch, tatsächlich von einem Panzermann, der zu einer Panzerbesatzung gehörte und er war auch noch Richtschütze. Wobei im Verlauf dieses Tagebuches ist ja mal Richtschütze, mal Ladeschütze, also das wechselt irgendwie durch, wie bei Rudolf auch, die können, glaube ich, irgendwie alles im Panzer. Wir beginnen tatsächlich mit der ersten Folge, es startet im August 1944, es ist das Panzerregiment 25 in der 7. Panzerdivision und die von euch, die sich ein bisschen mit der Panzerei und dem Zweiten Weltkrieg auskennen, die werden natürlich sofort losstürmen und sagen, okay, wo war das Regiment eingesetzt, wo war die 7. Panzerdivision eingesetzt, wo, also könnt ihr natürlich alles nachlesen, ist auch alles soweit authentisch, habe ich alles geprüft, passt. Und natürlich kann man jetzt vorher rangehen und sich das alles durchlesen oder man hört einfach zu, was der Mann geschrieben hat. Finde ich auch wirklich wieder gut beschrieben. Auch Sorgen und Nöte natürlich der Panzerbesatzung, auch von den anderen Besatzungsmitgliedern. Tod, Verwundung, Verpflegung, Betriebsstoff, Angriffe, Abwehr, Zivilbevölkerung. Also alles, was 44, 45 so passiert ist, wird hier schonungslos dargestellt. Auch Gefechte natürlich, aber das ist auch nicht der Schwerpunkt hier. Also jeder schreibt anders, das haben wir ja schon mal ergründet. Einer schreibt überhaupt keine Gefechte auf, der nächste schreibt halb und halb und der nächste schreibt nur Gefechte auf. Macht ja jeder, wie er lustig war damals, oder? Nein. Ich denke mal, es war auch nicht so einfach. Gut, ich will da gar nicht so viel im Voraus erzählen. Zwei Sachen noch. Ich versuche zu jeder Folge mindestens ein oder zwei Karten einzublenden, gleich am Anfang, damit ihr wisst, da und da passiert das ungefähr. Ist nicht so einfach, weil man einige Orte aus dieser Tagebuchgeschichte, die gibt es halt nicht mehr in dem, ja, in der Art und Weise. Aber ich versuche das so ein bisschen einzukreisen, dass man sagt, okay, da war das ungefähr. Bei den Fahrzeugen, soweit wie ich das bis jetzt eingelesen habe, wird dort unter anderem mit Panzer IV mit der späten Ausführung gekämpft. Es kommen wohl auch Panther vor, es kommen auch Jagdpanzer IV vor. Das wechselt immer durch. Das heißt, die Bilder, die ich einblende, sind erstmal random Panzerbilder aus der Zeit 44, 45. Kann auch bestimmt mal immer ein anderes Regiment dabei sein, andere Division. Da wollen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Es ist ja auch nur so eine Untermalung, damit man sich so ein bisschen in die Zeit hineinversetzt fühlt. Weil von diesem Tagebuch gibt es auch keine Fotos großartig. Ist aber nicht so schlimm. Es geht ja mehr um das, was erzählt wird. So, jetzt habe ich schon wieder, ich gucke auf die Tacho hier, auf die Uhr, 2:48 gesprochen. Ihr werdet bei den nächsten Folgen nicht immer ein Intro haben, es sei denn, es gibt nach einer Folge sehr, sehr viele Rückfragen. Dann gehe ich in der nächsten Folge darauf ein, aber normalerweise sollte das einfach so loslaufen. Ich würde mich freuen, wenn auch dieses Panzertagebuch euch auch so abholt, wie die anderen Tagebücher oder auch Rudolf euch abgeholt hat. Wenn ihr das gut findet, schreibt es gerne in die Kommentare, erzählt das euren Kameraden, euren Freunden, damit wir da alle mit erreichen können. So, jetzt geht's los. Ich habe mir den extra den Titel dafür ausgedacht, weil das keinen Titel hat. Im Panzerturm, dachte ich, ist schon mal aussagekräftig und der lange Weg zurück ist einfach gewählt, weil sich dieses Regiment echt immer weiter rückwärts kämpft. So, jetzt geht's aber wirklich los. Erster Teil, ich freue mich. Los geht's. »21. August 1944, Montag. Früh um 5 Uhr werden wir geweckt. Wir müssen uns fertig machen. Bis jetzt waren wir beim Tross, haben bei der Werkstatt geschlafen. Gestern hat man uns schon unsere Versetzung zur 2. Abteilung mitgeteilt. Nach dem Waschen und Frühstücken ist Antreten. Wir fahren heute mit einem LKW zum Abteilungsgefechtsstand, wo wir uns melden sollen.« Der liegt irgendwo 15 Kilometer vor Schaulen. Es geht immer die lange, gerade Rollbahn entlang, die Hauptstraße, die von Tilsit über Tauroggen nach Riga führt. Die Front liegt hier etwa 35 Kilometer weiter im Osten, bei Raseinen. Dort hat unsere Division Anfang August den Iwan zum Stehen gebracht, als wieder eine russische Offensive gegen uns lief. Der LKW-Fahrer lässt uns nicht hinten hocken. Ich muss mich auf den Kotflügel
neben die Kühlerhaube setzen und Fliegerausguck halten. Jeder hat seine Seite zum Beobachten, die anderen stehen hinter dem Führerhaus und halten dort unablässig rundum Ausschau nach Tieffliegern. Aber es kommen heute keine, obwohl unser LKW auf der sandigen, weißen Rollbahn eine unheimlich große Staubwolke aufwirbelt, die sich nach einem halben Kilometer noch nicht verflüchtigt hat. Wenn man nach hinten schaut, sieht man nur unsere weiße Staubfahne. Wir kommen ohne Unterbrechung zum Abteilungsgefechtsstand. Bevor wir uns melden, müssen wir erstmal Staub abschütteln von unserer schwarzen Panzeruniform, vom Käppi, ja von den Augenbrauen und vom Gesicht. Das dauert einige Zeit. Der Adjutant, Leutnant Penselin, empfängt uns, teilt uns ROBs des ins Feld abkommandierten Lehrgangs in die Kompanien ein. Als wir angetreten sind und der längste unter uns, Rolf Merkel, beim Abteilungsadjutanten, Leutnant Penselin, Meldung gemacht hat, grüßt uns der, heißt uns willkommen bei der 2. Rotenburg. Er tritt zu jedem Einzelnen, wir nennen Namen, Dienstgrad und unseren Ersatztruppen teil, wovon wir abkommandiert wurden. Von uns Vieren, die wir vom 3. ROB-Lehrgang in die 2. Abteilung 25 kommen, bin ich der Dritte der Größe nach. Nur der Bauer Rolf aus Fürth ist kleiner als ich und steht ganz links am Flügel. Dann tritt Penselin zurück und sagt, ja, meine Herren, dann werde ich Sie einteilen. Die Namen hat er sich natürlich nicht gemerkt und so deutet er von vorne mit dem Finger auf uns. Sie, also der Merkel Rolf, 8. Kompanie. Sie, Reber Rudolf, 7. Kompanie. Sie, und das bin ich, 5. Kompanie. Und Sie, damit meint er den Letzten, den Bauer Rudolf, 6. Kompanie. Ich bin wie elektrisiert. Ausgerechnet mich hat er zur 5. Kompanie eingeteilt, die bei der Ersatzabteilung in Bamberg so berüchtigt ist. Von jedem dort, der sie kannte, wurden wir gewarnt. Es soll sich niemand zur 5. Kompanie melden. Die 5. Kompanie hätte den Spieß Jeck und wäre die größte Schleiferkompanie des Regimentes. Dort geht es am meisten rund. Jeder wusste von dieser Vorwarnung. Jeder kannte die Erzählung der Alten in der Ersatzabteilung in Bamberg. Aber ausgerechnet ich komme in diese Kompanie. Mir graust. Noch dazu ist die 5. Kompanie nicht im Einsatz. Sie hat keine Panzer. Und nun wird alles zutreffen, wovor man mich gewarnt hat. Leutnant Penselin befiehlt noch, melden Sie sich bei der Schreibstube und lassen Sie sich Ihren Marschbefehl zu Ihren Kompanien geben. Dann lässt er uns wegtreten. Die drei anderen Strahlen können es sich nicht verkneifen, mir zu sagen, und du hast die 5. Kompanie erwischt, na dann Prost Mahlzeit. Der Merkel-Rolf sagt noch, das wirst du auch überstehen, nimm es nicht so tragisch. Ich habe einen Groll. Ausgerechnet ich bin bei dieser Kompanie gelandet, die schon in der Heimat so verschrien ist, weil der Spieß den Mannschaften und Unteroffizieren das Leben schwer macht. Die 5. Rotenburg ist es nun, wo ich in Zukunft bin. Das Schild habe ich schon gelesen, angenagelt als Holztafel bei den vielen anderen Wegweisern in Richtung Kampfstaffeln nach vorne zur Front. Den ganzen Abend kann ich es nicht fassen, ich bin ganz geknickt. Morgen muss ich mich bei der 5. Kompanie melden. Am Abend nach dem Essenempfang ist kein Dienst mehr. Wir unterhalten uns und beschließen, uns den Zeltbau zu sparen, da wir uns in einem herrlichen hohen Buchenwald befinden und wieder einmal, wie jetzt schon ein paar Mal, bei diesem schönen Wetter unterm Sternenhimmel schlafen können. Wir schieben uns mit den Füßen das hohe Laub zu einem noch größeren Haufen auf unserem gewählten Liegeplatz zusammen, legen die Zeltbahn darüber und legen uns schlafen. Es ist ein heißer Augustabend, so heiß wie schon seit vielen Wochen. Als wir uns hinlegen, ist es schon ziemlich dämmerig und rasch bricht die Nacht herein. Die Bäume rauschen vom Wind, oben blicken die Sterne durch das Blätterdach und ein paar Mal kitzelt noch ein verstreutes Buchenblatt an den Ohren oder im Gesicht, bis wir dann doch alle langsam einschlafen.
Es ist ungewohnt, so einen schönen Sternhimmel frei unter dem Firmament über sich zu wissen. 22. August 1944, Dienstag. Es ist schon länger Tag, als wir gedenken aufzustehen. Die Sonne drängt vereinzelt durch das Blätterdach und wir räumen zusammen, gehen waschen und holen uns Kaffee und Frühstück. Gleich anschließend fahren Reber und Merkel ab zur 7. und 8. Kompanie. Ich muss warten. Erst nach dem Mittagessen um 14 Uhr komme ich mit einem PKW weg, wieder zum Regimentsgefechtsstand und von dort weiter zur Werkstatt. Abends kann ich beim dritten ROP-Lehrgang schlafen. 23. August 1944 Mittwoch bis 26. August 1944 Samstag. Wir machen jetzt in diesen Tagen einen Panther-Lehrgang. Unterricht, auch Sandkastenunterricht, Unterricht an der KWK L70, Schießregeln und auch mal Exerzieren sind zusätzlich angesetzt. An einem in der Nähe gelegenen kleinen Fluss, der an einer Brücke eine Gumpe bildet, können wir an zwei Tagen baden. Bei dieser Hitze ist das ein Genuss. Natürlich wird bei einer solchen schönen Gelegenheit auch Wäsche gewaschen. Am Samstag geht es dann ganz früh am Morgen endlich zur 5. Kompanie. Ich werde dort sofort zum Exerzieren eingeteilt, als ich mich beim Spieß melde. Anschließend ist KWK-Unterricht. Später am Nachmittag gibt es Marketenderwaren, danach ist Waffenappell und anschließend noch Singen. So geht's also rund. Ich bin ja gut präpariert für diesen Haufen, bei dem ich gelandet bin. Als Gefreiter, der ich bin, werde ich dann am Spätnachmittag einem Mannschaftszelt zugewiesen. Die Kompanie ist in einem kleinen Wäldchen untergezogen. Unweit vom Schreibstuben-LKW, keine 80 Meter weg, soll das Zelt auf einem Waldweg stehen. Als ich hinkomme und mein Gepäck, das inzwischen bei der Schreibstube lag, mitbringe, gibt es zunächst ein großes Hallo. Zur Dreierzeltbesatzung gehört der Anderl Niedermeier, den ich hier wiederfinde. Der Niedermeier ist aus meinem Ort. Gleich am Anfang des Krieges wurden seine Eltern wegen eines Bombenschadens in der Nähe vom Ostbahnhof im Jahre 1939 in unseren Vorort evakuiert. Welch eine Freude, ihn hier wiederzufinden. Er ist vom Jahrgang 24 und deswegen schon längere Zeit draußen an der Front. Er wurde ein Jahr früher als ich eingezogen. Mit Anderls Befürwortung wird eine Einquartierung bei den mir noch unbekannten Zeltkameraden leichter. Ich habe sogar eine gute Protektion durch ihn. So ist dann wenigstens an diesem Tag noch manches gerettet. Ein Zufall, den Anderl hier wiederzufinden. 27. August 1944, Sonntag. Vormittags ist Singen, dann haben wir Dienst frei. Mittags esse ich nichts, denn bei mir meldet sich Durchfall. Ich melde mich deswegen beim UVD krank, bleibe nachmittags im Zelt und schlafe, wenn ich nicht gerade zur Latrine muss. Am nächsten Tag ist vormittags Pantherausbildung. Nachmittag geht es weiter mit Unterricht am Panther. Ich werde beim Abendappell zur Wache eingeteilt und habe zusammen mit noch einem Kameraden den dritten Posten. Am nächsten Tag bin ich zum Arbeitsdienst abkommandiert. Wir müssen so allerhand erledigen. Nachmittags ist auch Dienst. Ich bin zum Holzsägen eingeteilt. Später habe ich dann Zeit, als der Dienst früher zu Ende ist. Ich schreibe dann endlich einen Brief nach Hause. Am nächsten Tag nach dem Morgenappell muss ich vormittags meinen Lebenslauf schreiben, den der Kompaniechef von mir als ROB will. Auch nachmittags ist Zeit zum Schreiben. Dazu dient mir ein Baumstumpf unweit vom Waldweg als Tisch. 31. August 1944. Vormittags wird geschlafen, nachmittags müssen wir Arbeitsdienst machen. Wir sind zum Holzsägen eingeteilt, müssen Wasser holen und danach Kartoffeln für die Feldwebel der 5. Kompanie kochen. Am nächsten Tag, am Vormittag, müssen wir von einem Gehöft, das in der Nähe liegt, frisches Stroh holen, auch wieder für die Feldwebel unserer Kompanie. Anschließend ist frei. Ich gehe weg und nehme meinen Skizzenblock und zeichne mit Bleistift einen Bauernhof. Das Bild werde ich nach Hause zu meiner Mutter schicken. Am Nachmittag kochen wir dann für uns Kartoffeln.
2. September 1944, Samstag. In der Nacht begann es zu regnen, weshalb wir am Vormittag im Zelt bleiben und weiter schlafen können. Um 11 Uhr ist dann Chefunterricht angesetzt bei Oberleutnant Jakob, unserem Kompaniechef. Es nehmen die Offiziere und wir ROBs daran teil. Außer mir ist nämlich noch der Gefreite Seufert vom 2. ROB-Lehrgang in unserer Kompanie. Er ist schon länger an der Front. Nachmittags regnet es erneut, sodass wir wieder im Zelt rumliegen. Nachts muss ich dann Wache stehen. 3. September. Bedeckter grauer Himmel am Vormittag. Ich melde mich krank, weil mein Durchfall immer noch nicht besser ist und Kohletabletten nur vom Krankenrevier zu bekommen sind. Das Frühstück lasse ich sausen. Bei dem Zustand hat es keinen Zweck, etwas zu essen. Es sind mehrere, die sich beim Morgenappell zur Krankenbehandlung gemeldet haben. Einer der Unteroffiziere bekommt den Auftrag, uns geschlossen als Trupp zum Krankenrevier zu führen. Dieses liegt in Scoutville. Der Sani gibt uns nach Vorsprache die notwendigen Medikamente, mir meine Kohletabletten, dann können wir wieder gehen. Schwierig wird es mit Unteroffizier Tritschler, einem alten, etwas vergammelten Niederbayern. Wegen ihm müssen wir sogar noch etwas warten. Als wir draußen von dem Krankenrevier auf der Bank herumhocken, frage ich ihn, was er für Beschwerden hat. Ich bekomme von ihm die lakonische Antwort: Kopfschuss. Wie ich mich so intensiv nach rückwärts beuge, um mir den Kopfschuss anzusehen, lacht mein Nachbar links neben mir. Grinsend sagt er zu mir: Neuling, das ist die Lanzerbezeichnung für Tripper. Das ist so gut wie ein Kopfschuss. Da kommt er nämlich zurück in die Heimat, aber eingesperrt wird er auch. 14 Tage Bau gibt das. Scheinbar schreibt der Sani seinen Bericht über Tritschler, denn dieser bekommt ein verschlossenes Kuvert mit, das er in der Schreibstube abgeben soll. Also so ist das mit dem Kopfschuss. Ich grübel die ganze Zeit, wo das wohl passiert sein könnte, bei ihm in den letzten Wochen. Sicher war er irgendwo im Puff. Aber fragen will ich ihn auch nicht. Nachmittags ist Appell. Dienstanzug, Kochgeschirr, Feldflasche und Brotbeutel werden kontrolliert. Bei mir ist noch alles neu. Ich falle nicht auf. Danach können wir wegtreten. Es ist dienstfrei. 4. September 1944, Montag. Vormittags gibt es Reisbrei, wegen meines Durchfalles. Nachmittags entschließe ich mich zum Waschen meiner Unterwäsche. Dafür ist allemal Zeit. Das Wetter hat sich wieder gebessert. Es hat seit gestern nicht mehr geregnet. Dann holen wir uns Kartoffeln. Es gibt abends Eier und Bratwürste. Das reicht, um gut zu kochen. Ich bin aber vorsichtig mit dem Essen und probiere nur etwas, esse aber dabei nicht viel. Draußen vor dem Wäldchen ist ein Bauernhof. Den habe ich vorige Woche schon gezeichnet. Heute gehen wir dorthin und waschen wieder einen Teil unserer Klamotten. Ich in erster Linie meine Fußlappen, die ich lieber als alles andere trage. Sie sind viel besser als Socken. Der Bauernhof hat nur einen Ziehbrunnen, mit dem man das Wasser heraufholen muss. Durch die große Trockenheit sammelt sich nicht viel Wasser unten in der Zisterne. Es kommt immer ein richtiger Schwung Sand mit herauf und dann ab und zu auch ein paar Käfer. Die muss man nur abschöpfen. Der Sand setzt sich schnell am Boden ab und dann kann man das Wasser ausgießen. Blecheimer gibt es in Litauen auch keine. Sie haben am Hof einen ganz gewöhnlichen Holzkübel scheinbar selbst gemacht. Nachmittags gehen wir in die Gegend, Richtung Osten, um zu hamstern. Wir bekommen Butter und Milch und kochen uns einen guten Reisbrei. Getauscht wird aber gegen Süßstoff. 6. September 1944. Vormittags wasche ich mein gewechseltes Hemd und die zweite Unterhose. Dann ist Packen, denn die Kompanie muss verlegen. Es geht mit dem LKW wieder auf der Rollbahn nach Norden. Eine lange, rumpelnde Fahrt, wieder mit viel Staub. 3 Kilometer nördlich, Uzventis, ist dann Halt. Allgemeiner Zeltbau beschäftigt uns bis zum Abend. Hier ist man gewitzt bei der Kampfstaffel. Alle müssen wir zuerst ein Loch in der Größe unseres Zeltes graben, ca. 40 cm tief, damit bei einem überraschenden Fliegerangriff oder Artillerieüberfall zumindest wir Soldaten in diesen Gruben vor Splittern geschützt sind.
Außerdem ist es auch bequemer, weil man besser im Zelt stehen kann. Aber es ist jedes Mal eine Stunde harte Arbeit. Nachts bin ich wieder zur Wache eingeteilt. 7. September. Vormittags muss ich am G-Posten schieben, denn dann und wann kurven russische Flugzeuge herum und wir haben Befehl, von oben herab Fliegerposten aufzustellen. Flieger kommen aber keine. Ich schreibe wieder in der wachfreien Zeit am Vormittag einen Brief. Nachmittags müssen wir mit dem LKW Wasser holen für die Küche. Abends gibt es Gurkensalat zu essen. Ein Genuss. Am nächsten Tag bauen wir eine Bank und einen Tisch neben dem Zelt. Die Bretter haben wir etwa 500 Meter entfernt bei einem Gehöft geklaut. Nun werden Kartoffeln gekocht. Nachmittags fahren wir kurz zur Versorgungskompanie, um allerlei zu holen. Anschließend flicke ich meine Sachen, die es notwendig haben. Ich gehe mit Großmann in die Nähe bei den Bauern hamstern. Wir machen uns einen Kartoffelsalat zum Abendessen. In der Nacht regnet es wieder, den ganzen nächsten Vormittag. Bis 11 Uhr wird im Zelt geschlafen. Am Nachmittag haben wir dann Schießen. Dies findet bei der 7. Kompanie statt. Das ist gar nicht so schlecht, wie ich treffe. Mit dem Karabiner habe ich mit 6 Schuss 52 Ringe, mit der Pistole bei 5 Schuss 22. Für die Schießübung reicht es allemal. 10. September, Sonntag. Es ist mir bewusst, dass heute wieder Sonntag ist. Der Spieß ist großzügig. Der sonntäglichen Stimmung entsprechend wird der Vormittag für Putz- und Flickstunde eingeteilt. Dann haben wir allgemeinen Appell. Daran schließt sich Chefunterricht an. Natürlich sind die Leutnants von den Besatzungen, die Kommandanten und wir beiden ROBs dabei. Großzügig wird beim Appell für den Nachmittag nur Waffenreinigen angesetzt und dann ist Freizeit. 11. September. Vormittags müssen wir draußen vor dem Wald eine Stunde exerzieren. Im Stillen denke ich mir, dass der Dienst eigentlich an der Front noch schlimmer ist als in der Heimat. So scharf geht es bei der 5. Kompanie her. Ich hörte ja davon, aber heute Morgen kann ich meinen Eindruck persönlich festigen. Nachher müssen wir packen, wir werden abrücken. Nachdem alle Zelte abgebrochen sind, alles verstaut ist und wir uns zum Sammeln am Appellplatz einfinden können, da vorne, wo es zum Wäldchen rausgeht, müssen wir auf unsere Fahrzeuge warten. Um 19 Uhr erst kommen die LKWs. Wir fahren mit diesen nach Tryskiai. Tryskiai liegt ungefähr 100 Straßenkilometer nördlich von uns. Wir waren erst 35 Kilometer auf der Rollbahn Richtung Schaulen-Riga. Auf jener Straße, die ich schon kenne. In Kelme biegen wir dann nach links ab Richtung Frauenburg. Es geht über Vaiguva, Uzventis nach Tryskiai. Ob Tryskiai noch in Litauen liegt oder schon in Lettland, ich weiß es nicht. Es ist 22 Uhr, als wir ankommen. Ich werde auch gleich zur Wache eingeteilt und ziehe sofort auf Posten. Heute ist eine sehr kalte Nacht. Schließlich ist es ja schon September. Am nächsten Tag, nach dem Morgenappell, wird zum Zeltbau eingeteilt. Von 8 Uhr bis 12 Uhr mittags haben wir dazu Zeit. Natürlich kamen wir erst die Vertiefung für den Splitterschutz, so groß, wie sie für ein Viererzelt sein muss, 40 cm tief. Das ist eine harte Arbeit bei dem Lehmboden. Aber es muss sein, denn wenn ein Fliegerangriff kommt und die Russen Bomben werfen, machen uns die Splitter nichts, weil wir im Loch liegen. Der Name daraus freigegeben zum Organisieren. Organisieren ist der Sammelbegriff für das Ausschwärmen in die Umgebung und das Beschaffen von Material, zum Beispiel von Holzpflöcken, das Absägen von kleinen Bäumen, um Tische und Bänke zu zimmern, natürlich auch so gelegentlich zum Hamstern und zum Mitbringen von Buttern und Eiern. Diese sind von der ländlichen Bevölkerung gegen Geld zu erhandeln. Natürlich geht der Zeltbau weiter und bis wir eingerichtet sind, ist ein Tag futsch. Von den organisierten Kartoffeln werden abends Kartoffelpuffer gemacht. Meine Zeltkameraden sind wie in Scoutville die gleichen. Der C-Sänger Herbert und der Geiger Schorsch aus Nürnberg, der Niedermeier Andrel aus meinem Wohnort. 13. September 1944, Mittwoch. Um 4 Uhr morgens ist Wecken. Es graut gerade der Tag.
Wir werden alle eingeteilt zum Splittergrabenbau. Extra werden wir dazu unterwiesen. Im Westen, das heißt in Frankreich, wo seit dem Juni die Invasion der Alliierten läuft, herrscht enorme Fliegertätigkeit. Die Wehrmacht befürchtet in Zukunft im Osten dasselbe. Scheinbar muss uns die Kampftätigkeit der amerikanischen Feindflieger in Frankreich hohe Verluste zufügen. Es ist deswegen gefordert, entlang der Rollbahn alle 50 Meter Splitterlöcher auszuheben, passend für zwei Leute. Wenn LKWs auf der Rollbahn fahren, sollen die Lanzer Gelegenheit finden, noch ein Splitterloch zu erreichen, indem sie vor dem Tieffliegerbeschuss geschützt sind. Ich bin zwar noch nicht lange draußen, aber ich meine, man könnte sich immer noch ganz gut im Straßengraben verkrümeln, denn bis jetzt haben die Russen nicht viel getroffen. Sie sind schlechte Flieger und schlechte Schützen. Ich grabe am Vormittag zwei Löcher. Es ist eine hundsgemeine Arbeit. Der Boden ist nämlich nicht nur Lehmboden. In etwa 80 cm Tiefe kommt ein ganz zäher Flint zum Vorschein. Soviel ich von meiner Schulzeit her weiß, ist das Urweltboden, der ganz zäh ist und von Meeresablagerungen stammt, die mindestens 1 Milliarde Jahre alt sind. So alt könnten die Bodenformationen des Baltikums schon sein. Auf jeden Fall, wenn man mit dem Pickel hineinhaut, bleibt dieser trotz guter Spitze 3 Zentimeter tiefer schon stecken. Und wenn man noch von einer Ecke in das andere wechselt und etwas drauftritt, was unweigerlich beim Löchergraben der Fall ist, dann ist das Zeugs wieder so fest wie Zement. Es ist eine Sauarbeit. Und die Splittergräben müssen 1,20 Meter tief sein. Das hat man befohlen. Das ist die aus der Normandie und aus der Bretagne vorgegebene richtige Tiefe. Aber das ist kein Dienst. Wir organisieren uns beim Bauern ein Huhn und kommen zu einem Hof, wo man schon frische Äpfel geerntet hat und es gibt Milch. So etwas wird natürlich gehamstert. Die Beschaffungsmethode in der Heimat, wo so kolossale Knappheit herrscht, ergreift uns sogar hier. Wir haben etwas zu fressen und das ist wichtig. Abends wird das Huhn gerupft und gekocht. Ich lerne langsam, wie man sich selber helfen muss. Ein Huhn rupfen. Bis jetzt hat das immer meine Mutter gemacht. Aber jetzt lerne ich selbst kennen, was es für eine Mühe ist, so einem Vieh die Federn auszureißen. Ich erfahre es hinterher, als meine Kameraden sagen, gerupft hast du noch nicht gut, da stecken noch manchmal die Kiele drin. Und betont werden diese absichtlich demonstrativ in die Gegend gespuckt. 14. September. Am Vormittag muss ich das gestern geschippte erste Deckungsloch vergrößern. Wir fahren dazu mit einem Panierwagen vor. Unsere Ausdauer beim Löcherpickeln ist nicht groß. Auf einem Bauernhof in der Nähe, der verlassen ist, weil die Front nicht weit weg ist, sind noch Hühner da. Wir beschließen, eines zu fangen. Es ist eine Hetze rund um den Bauernhof. Das Viech ist mehr wie schnell. Ich bin einer von den Engagierteren. Zu viert wollen wir heute Abend wieder etwas im Topf zum Kochen haben. Aber rund um den Bauernhof geht die Jagd. Ich mache manchen Hechtsprung und natürlich prompt immer eine Bauchlandung. Mit Gegacker und viel Krach saust das Huhn um den Bauernhof herum. Vorne ums Wohnhaus, hintenrum wieder um den Stadel und durch den Stall. Und immer wieder erwischen wir es nicht. Die Jacken werden ausgezogen, um es besser fangen zu können. Als wir das Viech endlich geschnappt haben, faucht ein jeder aus der Lunge, so haben wir uns angestrengt, um zu einem Suppenhuhn zu kommen. Nachmittags grabe ich mit dem gefreiten Zimmermann von der I-Staffel einen Mannheimer, das zweite Loch, dann so gegen 14 Uhr ist Heimfahrt. Das Zelt muss noch abgerissen und an anderer Stelle aufgebaut werden. Die Arbeit hört nie auf. 22. September. Am Vormittag muss ich wieder Fliegerposten machen. Es geht allerhand rund. Immer wieder sehen wir feindliche Maschinen. Als nachmittags, so gegen 16 Uhr, 6 zweimotorige Bomber in einer Höhe von ca. 2000 Meter anfliegen, sie wollen sicher nach Frauenburg, sehen wir auch deutsche Jagdflieger herankurven. Es sind Me-109. Das ganze Schauspiel dauert nur 1,5 Minuten, dann sind 4 sowjetische Bomber abgeschossen.
Einer krepiert mit einem riesigen Feuerball, mit seiner Bombenlast gleich in der Luft. Die anderen trudeln mit einer schwarzen Rauchfahne links und rechts von uns zu Boden. Der letzte geht im Sturzflug und fliegt mit immer größer werdendem Motorgeheul, so dass die Motoren direkt überdrehen, wie ein Stein senkrecht nach unten, und schlägt etwa 3 Kilometer von uns entfernt am Boden auf. Ein riesiger Feuerpilz schießt hoch. Alles ist auf einmal explodiert. Bomben und Sprit. Wir jubeln und freuen uns über den Erfolg der deutschen Jagdflieger, die in kurzer Zeit diesen Bombenangriff zunichte gemacht haben. Die anderen beiden sind abgedreht und haben sich im Sturzflug wieder hinter der Front, wo sie herkamen, verkrümmelt. Abends wird es dann schlimm. Es kommt die Nachricht, dass der Bauerrudel tot ist. Als er abgeschossen wurde, traf die Panzergranate von rechts. Er war als Ladeschütze eingestiegen. Es hat ihm einen Arm und ein Bein abgerissen. Trotzdem kam er noch mit eigener Kraft aus dem Panzer. Der Arm hing nur noch so an Hautfetzen und der Uniform. Man hat ihn noch versorgt, so heißt es, aber er ist nach 2 Stunden verblutet. Wieder wird mir, noch schlimmer als gestern, die Grausamkeit des Schicksals bewusst. Ich wäre es gewesen, ich wäre jetzt an seiner Stelle. Ich bin ganz durcheinander, kann mit niemandem reden und gehe abseits. In mir kämpft es. Das ist also der Krieg aus der Nähe. Schließlich fällt mir ein Spruch ein, den ich damals genau vor 4 Wochen mir auch als Trost für meine Versetzung in die 5. Kompanie zurechtlegte. Man soll nie dem Schicksal dagegen arbeiten. Wer weiß, für was es gut ist. Wie schrecklich wichtig ist im Augenblick diese Wahrheit. 23. September 1944. Die Ereignisse der letzten Tage werden diskutiert. Wir halten Rückschau. In dieser Woche fielen 2 ROBs des 4. Lehrgangs und einer vom 3. Lehrgang für Volk und Vaterland. Schlimm. Es waren lauter feine Kerle. Und alle waren jetzt genau 4 Wochen an der Front. Im Stillen denke ich nach, wie ich durch ein günstiges Schicksal noch einmal davongekommen bin. So bleibe ich mit meinen Gedanken wieder alleine. Ich grüble noch lange bis zum Einschlafen spät in der Nacht. Am nächsten Tag wird bekannt gegeben, dass wir bald zum Einsatz kommen und die 6. und 8. Kompanie ablösen sollen. Unsere Stimmung hebt sich. Die untätige Herumsitzerei in der Etappe hinter der Front ist nichts für uns, wenn man weiß, dass man andere Aufgaben erfüllen könnte. 25. September 1944, Montag. Früh um 6.30 Uhr ist Wecken, um 10 Uhr bei der V-Kompanie die Abgabe des 2. Gepäcks und so weiter. Um 10.30 Uhr fahren wir mit der V-Kompanie ab nach Lauki. Es geht hierbei weiter nach Norden. Eine gottverlassene Gegend ist das, wo wir landen. Wir schlagen wieder unsere Zelte auf und gehen zu einem Bauernhof in der Nähe. Es ist ein einsames Holzhaus, strohgedeckt wie alle anderen, ein Ziehbrunnen vor der Türe. Abends habe ich mit dem Gefreiten Bosch Wache.